Glück macht sich bereit. Aber den musst du behalten. Glückselig, die Magdeburger. Was ist das für ein Schal? Das ist ein Schal, den darf ich gar nicht nehmen, weil den habe ich ihm unterzeichnet für seine Mutter. Den hat seine Mutter gemacht, den muss ich auch wieder zurückgeben, weil es so ein tolles Andenken. Glücksgefühle bei der Meisterfeier. Und da ist das Ding, der erste FC Magdeburg, Meister der dritten Liga 2022. Alle hier haben das verdient. Ich habe noch nie so eine Meisterschale im Profibereich in der Hand gehalten oder generell im eigenen Stadion mit all diesen Fans, mit dem Verein. Der Meisterkapitän Tobias Müller geht nach 4 Jahren und 125 Ligaspielen mit einem Dank an die Fans. Es ist mir definitiv nicht leichter, die Entscheidung zu treffen. Ich werde euch im Herzen behalten. Ich hoffe, ich bin trotzdem euch willkommen in den Stadion. Ein Abschied via Stadionmikrofon ohne weitere Statements fürs Erste. Der Erfolgscoach lässt sich feiern. Die große FCM-Party geht weiter, hochverdient. Nach einer außergewöhnlichen Saison. Magdeburg meisterlich. Magdeburg feiert ein meisterhaftes Zusammenkommen. Auch der ersten Meister von 1972. Am letzten Mittwoch in der Kabine des ersten FC Magdeburg. Die 22. DDR-Meisterschaft war vor wenigen Minuten entschieden worden. Zum ersten Mal schmückte sich die junge Elf mit dem Titel. Die goldene Generation verehrt und nun auch geehrt. Es ist immer wieder schön, mal alle zu sehen. Es ist nur schade, dass vor kurzem einer aus der Mitte gerissen wurde. Joachim. Aber das ist der Lauf der Zeit. Ne? Das führt dann immer wieder vor Augen, dass man nicht mehr allzu lange hat. Darum sollte man die Zeit genießen, die man noch hat. Axel Tüll im harten Zweikampf. Axel Tüll im Kampf mit dem Schnee und dem Ball. Die FCM-Traditionsmannschaft reist noch heute quer durch Deutschland. Der Grundstein wurde ja damals gelegt, auch mit diesen 3 Meisterschaften. Darum tragen die Jungs jetzt auch ihren Stern über dem Abzeichen. Vielleicht wissen das einige von ihnen gar nicht. Aber wie gesagt, ich finde es auch sehr nobel vom Club, dass sie uns heute dann auch geschlossen zu diesem 50-jährigen Jubiläum eingeladen haben. 3 Sterne für die 3 Meisterschaften 72, 74 und 75. Vielleicht hängen die Bilder eines Tages von der Mannschaft, die heute hier in die 2. Liga aufgestiegen ist, eines Tages auch mal hier. Weil da müssen sie aber 1. Liga spielen. Etablieren in Liga 2, das erste Ziel von Blau-Weiß. Trotz bisher 9 Spielerabgängen, weitere nicht ausgeschlossen. Die Macht von Magdeburg soll das aber nicht schmälern. Wenn ich hier durch die Stadt gehe, wenn ich irgendwo hinkomme, die Menschen sind einfach total nett zu mir und einfach vertrachten, wenn wir hier reinkommen, wie herzlich die Leute für ihren Verein da sind. Als den Teil sehe ich mich ja. Christian Tietz, ein Teil der Drittliga-Meistermannschaft und für immer ein Magdeburger Meistertrainer.